Ja, schönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen. Wir freuen uns heute mit dem nächsten Unterricht, Unterricht Nummer 3, bezüglich der Artikeln von Baal Solam, dem größten Kabbalisten des 20. Jahrhunderts. Also ich heiße Boris Kossew mit meinem Kollegen, Dozent Herr Dr. Stefan Braun. Stefan, hallo. Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Genau. Und wir freuen uns sehr, wirklich euch alle zu sehen, auch mit Videos oder ohne Videos. Wir sind heute bereits ja, im dritten Unterricht, möchten natürlich weiter Grundlagen der Wissenschaft der Kabbala besprechen. Wir fangen heute an mit dem nächsten Artikel. Der Artikel heißt „Das Wesen der Wissenschaft der Kabbala“. Handelt sich natürlich um ja, um Grundlagen, um die Sachen, die Baal Solam versucht, uns, ja, uns denjenigen, die noch in diese materiellen Welt stecken, den Grundlagen uns zu vermitteln, damit wir unseren spirituellen Aufstieg beginnen. Also die Artikel von Baal Solam beginnen oder erleuchten uns tatsächlich unseren Weg, also zeigen uns, wo wir sind, in welchem Status, in welcher Wirklichkeit wir leben. Und die Artikel von Baal Solam, also die beschreiben uns, wie wir unser Leben fühlen, wie wir die Wirklichkeit spüren, in der wir sind und wir oder wie, auf welcher Weise können wir die Wirklichkeit, wo wir sind, tatsächlich verändern, ob wir in der Lage sind, mit unserer Kraft diese zu verändern oder brauchen wir Hilfe, wie können wir, kurz gesagt, spirituell aufsteigen. Ob wir in verschiedenen anderen Zuständen sind, ob wir davon bewusst sind oder nicht bewusst sind, ja, davon handelt eigentlich die Wissenschaft der Kabbala, ob es andere Dimensionen gibt, wo wir vielleicht existieren zu derselben Zeit. Können wir in der Vergangenheit existieren? Können wir in der Zukunft existieren? All das sind Themen. Vielleicht, ob da solche Begriffe gibt wie Zeit, Bewegung, Raum, ob wir im Raum uns bewegen können. Ja, das denke ich schon. Ja, also alle haben die Vorstellung, wenn sie sich im Raum befinden, aber ob sie sich in der Zeit bewegen können, kann man zum Beispiel in den vergangenen Zustand sich versetzen oder in den zukünftigen Zustand. Ja, also all das eigentlich diskutiert man in der Wissenschaft der Kabbala und solche Fragen entstehen bei dem Mensch, der versucht, sich selbst zu erkennen. Ja, wer er ist, ja, was ist das, was er spürt, was ist dieses Leben und was ist das, was er draußen empfindet. Und indem der Mensch beginnt, sich selbst zu erkennen, er versteht, dass alles, was er sieht, ist innerhalb von ihm selbst. Ja, und so sagen auch die Kabbalisten, alles ist im Prinzip eine Spiegelung meiner inneren Qualitäten. Alles, was ich wahrnehme, die materielle Welt, alles, was ich sehe, Menschen, unbelebt, pflanzliche, tierische Natur, unbelebte Natur, all das ist eine Widerspiegelung, eine Reflexion meiner inneren Qualitäten. Und was muss ich tun, um draußen etwas anderes zu sehen? Natürlich, ich muss mich selbst verändern. Ich kann draußen tatsächlich nichts verändern, da sagen ja auch die Kabbalisten, ich muss mich selbst verändern. Dann würde ich eine neue, andere Welt sehen. Dann bekomme ich neue Kelim, neue Gefäße. Also Gefäße, das nennen die Kabbalisten Gefäße des Gebens. Ja, im Moment habe ich nur Gefäße des Empfangens. Und erst dann werde ich eine neue Realität, neue Wirklichkeit empfinden können. Ja, und normalerweise denkt man über die, manche kommen und sagen, okay, wir wissen, was die Chochmat der Kabbala, also die Wissenschaft der Kabbala ist, ja, beschäftigt sich mit irgendwelchem heiligen Wasser, mit Amuletten, mit irgendwelchen, ja, wie sagt man, Zaubereien. Es ist eigentlich alles Mythen, alles, was wir in unserem Kurs versuchen, damit aufzuräumen. Ja, die Wissenschaft der Kabbala
ist tatsächlich eine Methode, wie man sich korrigiert und wie man durch diese Korrektur oder nach dieser Korrektur, wie man eine neue Wirklichkeit wahrnehmen kann. Ja, davon handelt sich die authentische Weisheit der Kabbala und sie offenbart sich nur in unserer Zeit. Sie war verborgen tatsächlich. Sie war, also Kabbalisten sagen, bis zum 1995 überhaupt eigentlich nicht greifbar. Also seit 15. Jahrhundert gab sie schon in der Form, wie wir sie lernen, seit dem größten Kabbalisten damaliger Zeit, Arizal. Aber sie, also diese Wissenschaft der Kabbala war noch nicht für die Massen greifbar. Und erst in den letzten, ja, 20, 30 Jahren haben wir tatsächlich angefangen, mit der authentischen Weisheit der Kabbala uns zu beschäftigen. Ja, und dafür ist dieser Kurs auch gedacht, dass wir ja, dass wir wirklich verstehen, dass wir wirklich lernen, was eine authentische Weisheit der Kabbala ist und was sie nicht ist. Und Baal Salam versucht natürlich, uns davon zu überzeugen und uns davon zu erzählen. Und dafür hat er gute Gründe, weil er hat sehr, sehr hohe spirituelle Stufen erlangt außerhalb dieser materiellen Wirklichkeit. Ja, man sagt schon wir sind jetzt im 6. Jahrtausend und man sagt sogar, ich habe gehört, dass Baal Salam bis zum 10. Jahrtausend sogar vorgedrungen ist. Hört sich so ein bisschen vielleicht mystisch an, aber ich gebe immer so ein Beispiel. Ich habe hier so ein Smartphone, wo ist er? Hier so ein Smartphone. Wenn ich mit so einem Smartphone, sagen wir mal, vor 20 Jahren käme zu jemandem, der damals lebte und ihm so ein Teil zeigen würde und sagen würde, schau mal, ich habe hier so eine Karte, wo ich weiß, wo ich bin. Ich kann wirklich sekundengenau wissen, wenn ich mich bewege. Ich kann von oben die ganzen, also ihr wisst schon, ja, Smartphone, sehr viele Funktionen, Chat und Bild, Video, Audio. Hätte ich das jemandem gezeigt vor 50 Jahren, er hätte mir gesagt, ja, du bist ja irgendeine, wie sagt man, nicht Zauberer, Magier, ja, oder Stefan, wie heißt Ja, vielleicht Magier oder Außerirdischer vielleicht. Außerirdischer, genau, kommst du aus einem anderen Planeten mit so einem Smartphone? Heute empfinden wir als normal, dass jeder so ein Smartphone hat, dass er weiß, wo er ist, er weiß, ja, kann mit jedem auf der Welt tatsächlich kommunizieren, alles austauschen. Das war früher eine Utopie, das war früher einfach nicht denkbar. Genauso ist das eigentlich mit der authentischen Weisheit der Kabbala. Die Menschen denken, es ist irgendwelche Magie, Zauberei, Tricks. Nein, der Mensch hat in seinem Inneren bereits die Voraussetzung für neue Zustände, für die Erkennung oder Erkenntnis neuer Wirklichkeit. Das ist bereits in ihm eingeboren, durch den Punkt im Herzen, durch die Fähigkeit, aus diesem materiellen Körper herauszukommen, besitzt der Mensch diese Fähigkeit, aber die schlummert in ihm in so einem verborgenen Zustand, ja, und diesen Punkt im Herzen müssen wir entwickeln. Ja, und dafür beschäftigen wir uns mit der Wissenschaft der Kabbala, dafür beschäftigen wir uns mit den Texten, authentischen Texten der Kabbalisten, damit dieser Punkt im Herzen wächst. Das ist erstmal vielleicht zur Einführung. Gibt es möglicherweise Fragen seit letzten zwei Unterrichten, die wir vielleicht gerne jetzt beantworten können? Also die Fragen können selbstverständlich live jetzt mit Video, mit Audio gestellt werden. Ja, dann ist kein Problem, wird man dann aufgezeichnet, wir nehmen es auf. Oder man kann natürlich in den Chat Fragen stellen und dann können wir diese Fragen mit Stefan gerne beantworten. Ja, wir freuen uns selbstverständlich über alle Fragen. Ich denke, es gibt so viele Fragen, vielleicht traut sich jemand noch nicht. Wir sind bereit, diese zu beantworten. Ja, Stefan, wollen wir mal dann mit dem Lesen vom Artikel loslegen?
Ich würde Ja, gerne blende den den mal ein, Artikel bitte. einblenden. Okay. So, So, da ist er schon. war das? Genau. Ja, das passt. Also, das Wesen der Wissenschaft Kabbalah. Wie ihr seht, der Titel ist schon so ähnlich wie der Artikel, den wir vorher gelesen haben. Das ist also auch ein Grundlagenartikel, der so ein bisschen den erstgelesenen, also von uns erstgelesenen Artikel ergänzt, ne? Okay. Rav Yehuda Aschlag. Bevor ich zur Beschreibung der Grundlagen der Wissenschaft der Kabbalah schreite, die viele zu erklären versuchten, erachte ich es als notwendig, zuvor das Wesen ihrer Weisheit gut zu erklären, über welches meiner Meinung nach wenige Bescheid wissen. Und natürlich darf man nicht von den Ausgangspunkten eines Gegenstandes sprechen, bevor wir nichts vom Gegenstand selbst erfahren. Obwohl dieses Wissen breit und tief wie ein See ist, werde ich trotzdem mit aller Kraft und allem Wissen, welches ich in diesem Bereich erlangte, versuchen, das wahre Forschen zu beschreiben und es von allen Seiten zu beleuchten, in einer für jede Seele ausreichenden Art, damit sie richtige Schlüsse daraus ziehen kann, so wie die Wahrheit ist, und damit den Betrachtern keine Möglichkeit bleibt, sich zu täuschen, wie es häufig in dieser Sache vorkommt. Wovon handelt die Wissenschaft der Kabbalah? Diese Frage entsteht bei jedem vernünftigen Menschen. Um eine befriedigende Antwort auf diese Frage zu geben, werde ich eine richtige Definition anführen, welche eine Prüfung durch die Zeit bestanden hat, also durch Erfahrung über Jahrhunderte oder Jahrtausende sogar. Diese Weisheit stellt nicht mehr und nicht weniger als die Reihenfolge der Wurzeln dar, die von oben nach unten gemäß Ursache und Wirkung kausal herabhängen und die ständigen und absoluten Gesetzen unterworfen sind, welche sich verbinden und auf ein sehr erhabenes Ziel ausgerichtet sind, welches die Offenbarung der Göttlichkeit des Schöpfers seinen Geschöpfen in dieser Welt genannt wird. Ja, hier haben wir also eine sehr kurze und prägnante Beschreibung oder Erklärung der, was ist eigentlich Kabbalah. Ihr seht auch, das kennt ihr aus dem ersten Artikel, den wir gelesen haben. Es ist also eine Wissenschaft, das heißt, sie funktioniert kausal nach Ursache und Wirkung, also folgelogisch. Es geht nicht um Glauben oder Ansichten oder hier oder hot, sondern das ist eine ganz klar definierte Wissenschaft, die auf Erkenntnissen beruht. Und dieses Prinzip von oben nach unten, das heißt, das ist eine andere Beschreibung für diesen, wenn ich sage Ursache und Wirkung in der Kabbalah, heißt eben von oben nach unten, weil alles, was unten ist, immer die Folge ist von einem Prozess, der oben passiert ist. Ihr seht, es steht auch, es ist ständigen und absoluten Gesetzen unterworfen. Also da finden wir nochmal diesen Zweck oder dieses Ziel, über das wir auch schon einmal gesprochen haben. Nämlich, dass diese ganze Welt erschaffen wurde, nicht einfach nur so aus Jux und Dollerei oder Zufall oder keine Ahnung was, sondern dass es einen Zweck erfüllt, dass also der Schöpfer oder Gott, wie ihr wollt, oder das Universum, könnt ihr nennen, wie ihr möchtet, die höhere Kraft vielleicht am neutralsten formuliert, dass die also einen Zweck verfolgt, dass alles, nicht nur diese Welt, sondern auch alle höheren Welten, die da drüber sind, und die Ursache für diese materielle Welt sind, in der wir leben, dass das alles einen Sinn und einen Zweck hat. Und den Zweck schreibt Baal HaSulam dann auch unten als letzten Satz, die Offenbarung der Göttlichkeit des Geschöpfes seinen Geschöpfen in dieser Welt. Das ist der ganz wesentliche Punkt. Und das kann man eigentlich auch nicht oft genug betonen. Kabbalah ist jetzt keine Sache, mit der man jetzt unbedingt sein Leben in dieser Welt verbessern kann oder mit dem man reich, berühmt und glücklich wird oder mit dem man viele hübsche Männer oder hübsche Frauen kennenlernt oder ich weiß nicht was. Und es geht auch nicht darum, irgendwelche Leckerbissen für den Intellekt zu haben, dass man besonders viel versteht, sondern der eigentliche Grund ist, dass die höhere Kraft sich dem Menschen enthüllen möchte. Sie ist jetzt verhüllt. Wenn ich jetzt von solchen Sachen wie Schöpfer oder Gott oder höhere Kraft spreche, dann ist sie verhüllt. Ich kann sie nicht wahrnehmen. Ich kann sie nur über Handlungen wahrnehmen, die auf materieller Ebene passieren. Mir fällt jetzt irgendwas auf den Fuß und dann kann ich sagen, das ist die Strafe des Gottes oder so. Aber wir sprechen hier von einer Offenbarung
der Lenkung der höheren Kraft. Wie lenkt die höhere Kraft diese Welt und eine direkte Verbindung mit der höheren Kraft, also mit dem Begreifen, warum der Mensch erschaffen wurde, was sein Zweck ist, welche Aufgabe der Einzelne in diesem System hat, zu spüren, dass es eigentlich gar keinen Tod gibt, sondern dass es einfach nur der materielle Körper wie so ein Hemd ist, das man morgens anzieht und abends, wenn es durchgeschwitzt ist, wegwirft und am nächsten Tag ein neues bekommt. Gibt es viele Aspekte. Der wesentliche ist, dass dieser Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, ist nicht der Zustand, den die höhere Kraft eigentlich wünscht. Der ist eigentlich gar nicht erwünscht, sondern der ist notwendig, soll aber möglichst schnell überwunden werden. Und das Überwinden bedeutet die Offenbarung der Göttlichkeit, also das direkte Wahrnehmen, das direkte Fühlen dieser höheren Kraft außerhalb der normalen menschlichen, jetzt vorhandenen materiellen Sinnesorgane. Das ist eigentlich der Zweck der ganzen Sache. Und der damit verbundene, hat Boris schon darüber gesprochen, verbundene riesige Genuss. Denn die höhere Kraft hat uns erschaffen, damit wir Genuss haben, damit wir Genuss empfangen können. Und zwar ohne uns dafür anstrengen zu müssen. Weil Anstrengung ist eigentlich nicht das Ziel der Sache. Es ist ein Zweck, aber kein Ziel. Das ist eine ganz wesentliche Sache bei Kabbalah. Kabbalah beschäftigt sich mit diesen höheren Welten, mit diesem System. Und eben auch mit dem Schöpfer an sich, mit den Stufen, wie er sich offenbart. Er offenbart sich nicht einmal, sondern eben gequantelt in 125 Stufen, wie Boris das auch letztes Mal erwähnt hat. Und es geht also letztendlich geht es darum, einen Weg, den Zweck der eigenen Erschaffung zu erfüllen. So sagen wir es mal so. Wenn sich der Mensch sich fragt, warum ist er erschaffen worden? Dann liefert die Kabbalah darauf die Antwort und ihm gleichzeitig auch eine Möglichkeit, also nicht nur die Antwort darauf, sondern auch die Möglichkeit, eine Methode, um diesen Zustand zu erreichen. Das ist also wirklich, das ist so der Punkt, auf den es eigentlich ankommt, Boris. Das willst du noch was ergänzen? Ja, gerne. Vielen Dank. Super erklärt, Stefan. Ich denke, ich würde noch Folgendes zu dem Punkt Ursache und Wirkung sagen. Das habe ich bereits letztes Mal schon ein bisschen erzählt dazu. Wir sind eine Wirkung. Also wir heißt der Mensch in der materiellen Welt, ist bereits ein Ergebnis der höheren Wurzeln. Das heißt, es gibt eine Ursache, warum überhaupt das Ganze entstanden ist, ja, und warum dieser Abstieg des Lichts von der Welt Ensof bis durch die Welten Adam Kadmon, Azelut, Briya, Yetzirah, Asiya bis hin zu dieser Olam Hazeh, also diese Welt auf Hebräisch nennt sich das, warum das Ganze, diese Kette der Wurzeln oder der Zweige, Wurzelzweig, Wurzelzweig, warum dies entstanden ist. Und wie Balsolam schreibt, Zweck ist die Offenbarung der Göttlichkeit. Ja, nur aus diesem Zustand, aus dem tiefsten, den es gibt, ja, wo ich mich in dieser materiellen Wirklichkeit befinde, in den Gefäßen des Empfangens, also im materiellen Körper, mit anderen Worten gesagt, aber wir benutzen eigentlich kabbalistische Begriffe dafür, die nennen sich Kli. Ja, das Kli. Das Kli ist ein Gefäß des Empfangens oder materieller Körper ist auch ein Gefäß des Empfangens. Ja. Und wir müssen aus diesem tiefsten Zustand, wo wir die Absicht haben, für sich selbst zu empfangen, aufsteigen. Aufsteigen bedeutet die Absicht des Gebens erlangen. Alle spirituellen Welten, die arbeiten nach demselben Prinzip. Geben, absolutes Geben und geben dem Schöpfer. Das ist eigentlich die Regel. Und weil wir diese Absicht noch nicht kennen, brauchen wir ja, aber weil wir diese Absicht nicht haben, nehmen wir diese materielle Welt so, wie sie ist, wahr. Ändern wir unsere Absicht vom Empfangen zum Geben, würden wir im Prinzip zu den Wurzeln zurückkehren. Ja, die ganzen Wurzeln, die aufeinander quasi aufgebaut sind, Wurzelzweig, Wurzelzweig. Wir steigen entsprechend der neuen Absicht, steigen wir wieder zurück zu der Wurzel. Und die Kabbalisten sagen, jeder Mensch muss zurück zu seiner Wurzel aufsteigen. Ja, wir haben
Möglicherweise dieselbe Wurzel, möglicherweise unterschiedliche Wurzeln. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Aber alle wir, die Menschheit ist, hat eine Wurzel. Diese Wurzel nennt sich Adam, Adam Rishon. Das ist ein, sagen wir mal, ein spirituelles Wesen im Sinne des göttlichen Menschen, den wir oder der einen bestimmten Zustand des Zerbruches oder des Zerbrechens erlitten hat. Und aufgrund dieses Zerbrechens entstanden solche Splitter in der materiellen Welt, die wir als Menschen bezeichnet, oder in den Menschen dieser Welt gibt es solche Splitter von Adam, von Adams Seele. Also die Prozesse lernen wir in der Wissenschaft der Kabbala. Also wir haben auch Kurs dazu, Stefan, bezüglich Pticha. Ja, kann man gern sich anschauen. Aber durch diesen Prozess des Zerbrechens befinden wir uns alle in dieser materiellen Welt. Alle haben diesen Funken, diesen Teil von Adam in sich. Und der Zweck oder das Ziel ist, also im Prinzip die ganzen Funken wieder zusammenzubringen, um diesen Adam wieder zu einem neuen Zustand, zu einem korrigierten, sagen wir mal, zu einem korrigierten Zustand zum Leben zu erwecken. Ja, das ist im Prinzip diese Ursache und Wirkung, und dazu wollte ich da quasi diese Ergänzung geben. Gibt es vielleicht Fragen? Wenn nicht, dann lesen wir weiter, Stefan. Ich hätte noch eine Frage, ja. Okay, bitte. Du hattest gesagt, eigentlich ist ja alles, die ganze Menschheit eine Wurzel, aber es gibt auch unterschiedliche Wurzeln möglicherweise, wahrscheinlich auf irgendwie anderen Ebenen, nehme ich mal an. Aber ist es für uns in irgendeiner Form relevant oder kann es relevant sein oder ist es jetzt nicht? Irgendwann wird sich das mal enthüllen, oder wie? Sehr gute Frage, Angela, vielen Dank. Im Moment ist das uns wirklich nur vom reinen Interesse. Ja, also es ist wirklich unerheblich, aus welcher Wurzel jeder von uns abstammt. Wurzel meint man aus welchem Teil vom Parzuf von Adam Rishon. Ja, man sagt, es gibt quasi Kopf, es gibt Füße, also wenn man so oft auf Deutsch sagt, ja, also es gibt ja bestimmte hebräische Bezeichnungen dafür, ja, Rosh, Toch, Sof, also auf Hebräisch, also Kopf, Körper, Füße, aus solchen Teilen gibt es im Prinzip diese Funken oder also aus solchen Wurzeln gibt es Funken, und ist es für uns, für die Anwendung der Methode der Wissenschaft der Kabbala, ist unerheblich. Also die Methode ist für alle gleich. Ja, die Methode ist für alle Teile von Adam ist dieselbe. Ja, und wenn wir uns bereits damit jetzt beschäftigen, angefangen haben, vielleicht darüber was zu lesen, zu lernen, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, ja, dass wir aus einem Teil, sagen wir mal, aus einer Wurzel stammen. Ja, diese Wurzel, vielleicht kann man auch aus Israel, also spiritueller Israel nennen. Ja, diese Wurzel hat auch eine bestimmte Aufgabe, ja, weil Israel ist im Prinzip Rosch, also man übersetzt das auch Li Rosch, mir ist der Kopf, ja, das ist eine wörtliche Übersetzung von Israel. Und das bedeutet, dass Israel eigentlich eine Funktion des Kopfes hat in Bezug auf den Körper. Ja, und wir wissen, wie ein Mensch funktioniert. Der Kopf steuert eigentlich den Körper. Ja, alle Befehle aus dem Gehirn breiten sich aus entlang des Körpers, und der Körper führt aus. Ja, der Körper führt aus die Funktionen, die der Kopf ihm als Befehle gibt. Und aus dieser Ähnlichkeit lassen sich schon viele Sachen erkennen, was Israel eigentlich ist. Also Israel meine ich nicht Volk Israel im Sinne von irgendwo im Land Israel lebt da jemand aus Israel, sondern ich meine spirituelle Wurzel Israel. Ja, das meine ich als also wir da, also da, das ist das was für uns jetzt im Moment wichtig wäre. Okay, gut, dann
Gibt es vielleicht keine Fragen mehr? Dann lesen wir weiter, oder Stefan? Ja, kannst du noch ein bisschen hochscrollen, bitte? Ja, prima. Ups, ja. Und hier wirkt das Allgemeine und Besondere. Das Allgemeine besteht darin, dass die ganze Menschheit am Ende ihrer Entwicklung unvermeidlich zur Offenbarung des Schöpfers kommen und einen langen Entwicklungsweg zum Abschluss bringend, das erreichen muss, wovon die Weisen schrieben, und es füllte sich die Erde mit dem Wissen des Schöpfers, wie das Wasser das Meer, wie die Wasser das Meer bedecken. Und es wird kein Mensch mehr seinen Nächsten und seinen Bruder die Erkenntnis des Schöpfers lehren, weil alle mich kennen werden, von jung bis alt. Und es steht geschrieben, und dein Lehrer wird sich nicht mehr verbergen, und deine Augen werden deinen Lehrer sehen, Jesaja. Das heißt, ihr seht, auch die Weisen haben das damals schon vor, ich weiß nicht, wann Jesaja jetzt gelebt hat, da schon ein bisschen her, also wahrscheinlich um mindestens 2000 Jahre erkannt, weil sie den Schöpfungsplan erkannt haben, dass genau das das Ziel ist unseres Lebens in dieser Welt und dieses ständige Wiederkehren, der Körper geht, die Seele kommt dann wieder in einen neuen Körper, dass das ein einziger Entwicklungsprozess ist, und zwar nicht nur eines einzelnen Menschen getrennt betrachtet, sondern der gesamten Menschheit als ein Organismus, dieser Adam HaRishon, über den Bursche eben schon gesprochen hat. Und am Ende geht es darum, dass der Schöpfer sich uns offenbaren kann. Das heißt, dass wir also keine materiellen Sinnesorgane mehr braucht dafür. Und dass der Mensch dann auch in der Lage ist, die ganzen Genüsse, die der Schöpfer vorbereitet hat für ihn, dass wir sie empfangen können. Also da werden wir später auch nochmal drüber sprechen. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Und jemand, der soweit sich entwickelt hat, dass er diesen Schöpfungsplan begreift, der versteht das dann auch, was am Ende dabei rauskommen wird. Darum konnte Jesaja dann vor, sagen wir mal, 2000 Jahren so einen Satz schon niederschreiben, weil er hat es einfach schon verstanden. Ne? Das Besondere besteht darin, dass es schon vor Ende dieses perfekten Zustandes durch die ganze Menschheit in jeder Generation Auserwählte gibt, die ihn als Erste erreichen. Also der Schöpfer offenbart sich einzelnen Individuen, hat früher zumindest schon mal aus bestimmten Gründen. Das sind jene einzelnen Persönlichkeiten in jeder Generation, die der Erkenntnis bestimmter Stufen in der Offenbarung des Schöpfers würdig wurden. Es sind Propheten und Diener des Schöpfers. Wie die Weisen sagten, es gibt keine Generation, in welcher es keine solchen wie Abraham oder Jakob gäbe. Denn nach den Worten der Weisen, jetzt geht hier gerade bei mir genau vor dem Fenster ein anderes Fenster auf. Denn nach den Worten der Weisen findet die Offenbarung des Schöpfers in jeder Generation statt. In dieser Hinsicht gibt es seitens unserer Weisen keine Uneinigkeit, und wir verlassen uns auf ihre Worte. Ihr seht also, da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen, es gab immer Kabbalisten, einzelne Individuen, denen sich der Schöpfer enthüllt hat, weil sie bestimmte Aufgaben erfüllen müssen. Zum Beispiel jetzt Bala Sulam ganz klar, diese Weisheit in eine Form zu bringen, dass sie für jeden brauchbar wird, dass jeder diese Methode anwenden kann. Sein Sohn Rabash hat das dann noch verfeinert, aber da kann man ja ganz klar sagen, die beiden zum Beispiel, denen hat sich der Schöpfer dann enthüllt, eben damit sie eine solche Methode niederschreiben können, damit sie die in diese Welt bringen können. Wir sind jetzt in einem Zustand, den wir die letzte Generation nennen, wie Boris auch schon sagte. Also die spirituellen Stufen kann man in auf verschiedene Art und Weisen einteilen. Es gibt ja diese Einteilung in Jahre, dann sind es insgesamt 10 Jahrhunderte, also 10 Jahrtausende. Und wir sind jetzt am Ende des 6. Jahrtausends. Am Ende des 6. Jahrtausends muss sich der Schöpfer laut Plan, seinem eigenen Plan, allen Menschen enthüllen auf einer ganz bestimmten Stufe. Und das passiert halt. Alles, was in dieser Welt passiert, arbeitet, wenn ihr so wollt, darauf hin. Und es gibt eben da so einen ganz kleinen Haken bei, sagen wir es mal so. Wenn der Schöpfer, ja, ich weiß gar nicht, wenn ich das anfange zu erklären, dann wird das also einfach zu lang. Okay. Vielleicht kriegst du das kürzer hin oder so. Also die Frage ist, weil wir haben ja zwei Wege. Wir haben einmal den Weg der Kabbalah, einmal den Weg des Leidens. Ja. Ja, was kann man dazu sagen?
Die Menschheit bekommt die Offenbarung des Schöpfers. Da, soweit steht fest, das ist der Schöpfungsplan und das Ziel ist die Entdeckung der Göttlichkeit. Wir sind alle auf diesem Wege und es gibt allerdings zwei Wege. Ein Weg ist der Weg durch das Studium, durch die Veränderung sich selbst. Ja, das nennt man das Studium der Weg des Lichts, ja, der Weg der Tora oder der Weg der Arbeit an sich selbst. Und anderer Weg, wo ich erstmal nichts tue, ich werde dann quasi durch die Zustände durchgepeitscht, ja, durch die materiellen Zustände wie verschiedene Leiden, Qualen, die man erlebt erstmal in dieser Welt und komme ich trotzdem zu der Offenbarung des Schöpfers. Also Stefan, also es ist so oder so, das Ziel ist klar, es geht nur um den Weg, ja, den Weg und der Weg, den uns Kabbalisten geben, sagen sie, das ist der bessere Weg, der leichtere Weg, weil dadurch können wir viel Leid ersparen. Ja, dadurch können wir wirklich schneller am Ziel ankommen. Alle Zustände, die uns gegeben sind zu erleben, können durch das richtige Studium der Kabbala können beschleunigt werden. Ja, oder können sogar übersprungen werden. Hört sich ein bisschen, ja, ein bisschen schon mythisch an, fast, ja. Aber das sagen uns die Kabbalisten, durch die Arbeit mit Licht, ja, können wir wirklich einige Sachen nicht erleben, die wir in anderen Fällen erleben müssten. Okay, soweit würde ich das erstmal beschreiben. Mehr würde ich dazu, Stefan, auch gar nicht so viel sagen wollen. Und also es muss aber klar sein, also das, was der Baal Salam schreibt, dein Lehrer wird sich nicht mehr verbergen und deine Augen werden deinen Lehrer erblicken. Ja, das ist die höchste Stufe der Erkenntnis. Sehen, Augen. Ja, Augen ist das Licht Chochma. Ja, und das ist dann also nicht hören, nicht schmecken, nicht riechen, nicht tasten, sondern sehen. Ja, und das ist dann die höchste Offenbarung der Göttlichkeit steht. Dem Einzelnen, das heißt einem einzelnen Menschen bevor, als auch der ganzen Menschheit. Ja, hier gibt es auch verschiedene neue Gesetzmäßigkeiten, allgemeine und besondere, Klal v'Prat auf Hebräisch. Ja, dazu gibt es auch viel zu sagen. Also im Prinzip, das ist ein Prinzip der Fraktalität, Fraktale, vielleicht kennt jemand das. Also im Großen und im Kleinen ist alles gleich, ja, also Baum zum Beispiel ist auch ein Fraktal. Ja, ein Zweig ist aufgebaut, Kleinzweig, ein Großzweig sind sie alle gleich aufgebaut. Also, da sind schon, wir sprechen hier verschiedene neue Gesetzmäßigkeiten an, die man sehr ausführlich in der Wissenschaft der Kabbala lernt. Okay, wir haben eine Frage von Helene, Stefan. Also, die wörtliche Bedeutung von Israel im spirituellen Sinne. Vielleicht kannst du, Yashar Kel, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das ist. Ja, also wie wir jetzt ja schon gelesen haben, jede Welt ist der Abdruck der nächsthöheren Welt bis ins kleinste Detail. Das gilt eben auch für die materielle Welt. Das heißt, alles, was es hier gibt, gibt es auch in den spirituellen Welten. Und ja, Israel ist jetzt nicht gemeint, die Nation, also israelischer Staatsbürger zu sein. Das hat auch nichts damit zu tun, ob man jemand eine jüdische Mutter hat oder nicht, sondern Israel bezeichnet den Teil der gesamten Menschheit, der dazu verpflichtet ist, den Anfang zu machen. Also ihr könnt euch die ganze Menschheit wie eine Pyramide vorstellen und die soll jetzt zur Offenbarung des Schöpfers gelangen. Dann fängt man sinnigerweise erstmal mit irgendjemandem an. Also es ist nicht so, dass das alle gleichzeitig auf einmal machen, sondern das geht Stück für Stück nach und nach, wie so ein Kristallisationsprozess. So Kristalle müssen auch wachsen. Ihr könnt nicht irgendwas kristallisieren oder Kristalle züchten, sagt man ja auch. Da habt ihr erst ein ganz kleines Ding und der wird immer größer und größer.
Und das ist das, was man als Israel bezeichnet, darum auch als Kopf, weil da ist der Anfang. Das heißt, Israel sind im spirituellen Sinne oder nach der Definition der Kabbalah ist es ein Mensch, der spürt, dass ihm diese Welt einfach nichts mehr zu bieten hat. Er spürt, dass er kein Verlangen mehr hat, also kein, oder sagen wir mal, er bekommt ein zusätzliches Verlangen nach Dingen, die außerhalb dieser Welt liegen. Was er in dieser Welt erlangen kann, reicht ihm nicht mehr. Sondern er hat das Gefühl, da muss mehr, da ist noch mehr dahinter. Bei manchen Leuten äußert sich das zum Beispiel als Gefühl, dass sie den Eindruck haben, dass alles, was sie sehen, nur eine Fassade darstellt. Das war bei mir damals auch so. Das ist bei meiner Frau auch zum Beispiel auch so. Manchmal gibt mir so Zustände, hat man das Gefühl, dass alles, was man sieht, ist eigentlich nur eine Fassade und da ist irgendwas dahinter, ich kann es nur nicht sehen. Das ist einfach so ein Gefühl. Andere erleben irgendwelche Lebenskrisen, sind dann, keine Ahnung, vielleicht pleite ein Mensch, der ihnen sehr nahe steht, stirbt oder so. Und dann beginnen sie auf einmal zu spüren, dass da irgendwie der Sinn fehlt, dass sie es einfach so nicht akzeptieren können, dass eigentlich, die suchen einen Sinn. Die suchen einen Sinn, auch den Sinn ihres eigenen Lebens irgendwo. Das macht ja jedes Kind, aber die Eltern beantworten diese Fragen nie. Und dann hört das Kind natürlich irgendwann auf zu fragen, aber das kommt dann wieder. Und irgendwann, also oft ist es eben so, dass Leute dann eben sie probieren verschiedene Wege aus, interessieren sich für ihre Religion, für verschiedene esoterische Richtungen, für ich weiß nicht was. Und dann gibt es eben Leute, also die meisten, eigentlich fast alle, die zu uns kommen, die Kabbalah dann machen, auch weitermachen, sind denn die einfach das Gefühl spüren, ihre Fragen beantwortet, auch wenn sie das vielleicht noch nicht verstehen, aber sie spüren, dass das der richtige Weg ist. Das ist der Weg, der ihnen da die, die sie dazu hinführt, wo sie hinwollen. Sie wissen selber noch nicht so richtig, wohin, aber sie spüren, dass es der richtige Weg ist. Diese Leute, diese Menschen bezeichnet man als Israel. Das sind die, wo, wenn ihr so wollt, wo dieser Punkt im Herzen erwacht ist, wo die Fragen kommen, warum lebe ich überhaupt, warum existiere ich, warum ist mir dieses passiert, warum ist jenes passiert, gibt es so viel Leid auf der Welt oder ich weiß nicht was, da gibt es tausend Ansätze. Am Ende führt es immer zu diesem einen Punkt, nämlich da muss es etwas geben, was außerhalb dieser Welt ist. Es muss etwas geben, was größer ist als alles das, was es hier so gibt und was auch Ursache ist für Dinge, die ich eben nicht verstehe. Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen. So beginnt das dann. Das war ja noch eine Frage, ne? Das konnte ich jetzt gar nicht lesen. Ja, also du hast natürlich sehr, sehr viel da zu der Frage noch gesagt. Yashar Kel würde ich noch sagen, direkt zum Schöpfer. Das heißt, so wie Stefan das erklärte, wir sind alle Teil von Israel. Ja, also selbst wenn jemand noch sich sowas noch nicht vorgestellt hat, wie auf einmal bin ich doch kein Israel. Ich lebe in Deutschland, habe damit gar nichts zu tun. Aber es ist so, weil im Inneren, das ist das Entscheidende, ja, der Ruf zum Schöpfer quasi, ja, der Ruf, dieser Punkt, der mich nicht zur Ruhe kommen lässt, ja, dieser Punkt, der fragt, was ist der Sinn des Lebens? Und da finde ich zu Kabbalah und da finde ich zum Kurs, zum Nebaruch, es ist alles, deutet darauf hin, dass man im Prinzip Yashar Kel direkt zum Schöpfer, also Israel ist. So, eine Frage von Marion. Stefan, vielleicht kannst du sie auch mal kurz beantworten. Ja, also Darf ich lese, ich? ja, Ja, lies mal ich vor. lese sie mal eben vor. Darf ich, wenn ich an einem anderen Menschen das Wirken des Schöpfers bemerke, ihn darauf aufmerksam machen? Oder muss es jeder für sich selbst erkennen? Oder für sich erkennen? Ja, im Prinzip natürlich jeder selbst. Also ist es nicht wir. Also Kabbalah ist, also für alle, die Kabbalah studieren, ist es so, dass alles freiwillig ist. Das heißt, es muss aus einem Verlangen heraus. Wenn ein Mensch ein Verlangen nach etwas hat, dann tut er es, um dieses Verlangen zu füllen. Wenn er das Verlangen nicht hat, tut er es nicht. Darum gibt es keinen Zwang im Spirituellen. Spiritualität ist komplett ohne jeglichen Zwang. Der Mensch hat jederzeit die Möglichkeit, zu wählen, wenn ihr euch spirituell entwickelt. Ihr habt immer die freie Wahl. Das muss so sein, weil wenn ihr keine freie Wahl hättet, dann würde das Ergebnis nicht euch gehören. Und gilt genau auch selber, dass jeder Mensch muss das selber bemerken. Also wenn jemand, ich habe jetzt irgendwelche Störgeräusche,
Also jeder Mensch muss das selber bemerken einfach. Und wenn ich das Gefühl, dass jemand, dass der Schöpfer vielleicht mit irgendwas etwas mit einem anderen macht, der mir gegenüber sitzt, das ist mir nicht erlaubt, das zu sagen. Also das heißt auch, ich lege keine Steine in den Weg eines Blinden. Vielleicht ist derjenige noch gar nicht bereit dafür. Das weiß man nicht. Von daher, das schadet dem im Zweifelsfalle nur. Das sollte man lassen. Das ist eigentlich erlaubt. Ja. Ja, würde ich auch so beantworten. Vielleicht kann man ihm fragen, ja, vielleicht kann er sich selbst fragen, warum das Ganze vielleicht passiert. Aber ich würde nicht wirklich gleich jetzt mit der ganzen Methode da kommen, so wie mit der Tür ins Haus. Jeder befindet sich auf seiner eigenen Stufe und muss diese Stufe, es ist wie eine Rakete, ja. Solange die erste Stufe nicht abgebrannt ist, kann die zweite nicht zünden. Und es ist, wenn jemand bereit ist fürs Lernen, er wird schon finden, er wird schon suchen, er wird schon finden, aber nicht zuvor. Sonst ist die Frucht, wie sagt man, nicht reif, ja, und die Frucht nicht reif. Das ist das Geheimnis. Freie Wahl. Jeder muss frei dazu kommen. Das ist sehr entscheidend. Man darf auch keinen Druck machen, so nach dem Motto, du musst das, geht dir besser. Nein, das muss aus der eigenen Erkenntnis kommen. Okay, Stefan, machen wir weiter, ja? Wir brauchen viel Stoff noch. Also, stimmt, halt dir schon um hier. Also, die Vielfalt der spirituellen Körper, in Klammern Parzophim, der Sphirot und der Welten. Demgemäß entsteht jedoch eine Frage. Wenn, wie zuvor geklärt wurde, diese Wissenschaft nur eine besondere Mission hat, woraus resultiert dann die Vielfalt an spirituellen Körpern, Sphirot und ihre Wechselbeziehung, mit welchen die kabbalistischen Bücher gefüllt sind. Betrachten wir beispielsweise irgendein kleines Tier, dessen ganze Aufgabe darin besteht, sich zu ernähren und eine bestimmte Zeit auf der Welt zu verweilen, um sich fortzupflanzen und damit den Fortbestand seiner Art zu gewährleisten. Dann kann man, wenn man aufmerksam hinschaut, sehen, dass es aus einer komplexen Verbindung von Tausenden von Fasern und Sehnen besteht, was auch Physiologen und Anatomen in Untersuchungen festgestellt haben. Darüber hinaus gibt es noch zehntausende Verbindungen, die dem Menschen noch nicht bekannt sind. An diesem Beispiel kann man nachvollziehen, wie viele unterschiedliche Themen und Kanäle miteinander verbunden werden müssen, um dieses erhabene Ziel zu enthüllen und zu erreichen. Na, seht ihr also, dass diese ganze Komplexität dieser materiellen Welt, die ist ja riesig. Die Wissenschaft entdeckt ja auch ständig irgendwelche neuen Lebewesen, neuen, ich weiß nicht was. Da seht ihr einfach, das ist alles notwendig, um zu einem Ziel zu führen. Das ist eben so. Ja, Da hätte Boris, ich eine vielleicht. Frage. Ja. Was darf ich mir verstehen unter einem spirituellen Körper? Ist es die Wurzel eines materiellen Körpers oder was darf ich mir darunter vorstellen? Wir haben letztes Mal, heißt letztes Mal, also beim letzten Artikel, mal kurz über das Thema, vielleicht erinnerst du dich, über Form und Materie gesprochen. Es gibt Materie und es gibt Form in Materie und noch andere Sachen, abstrakte Form und so weiter. Also meinetwegen hier was ist das nächste? Hier die Tasse, ne, die besteht jetzt aus, ich sag mal, Porzellan oder zumindest Keramik. Das heißt, das Material ist Keramik und die Form ist eine Tasse. Im Spirituellen hätte die Tasse dieselbe Form, aber sie wäre nicht aus Keramik, sondern aus einem spirituellen Material. In dem Falle, je nachdem, in welcher Welt du dich befindest, einer bestimmten Form des höheren Lichts. Das heißt, in höheren Welten, deine Wurzel wird auch die Form von dir haben. Aber sie wird dann da, die wird dann schon ein bisschen anders aussehen, aber vor allen Dingen hat sie ein anderes Material. Aber das sind alles Sachen, das gehört zu den Geheimnissen der Tora. Da wird nicht drüber gesprochen, weil man nicht drüber sprechen kann. Der Mensch muss diesen Zustand selber erlangen. Er muss spirituell auf diese Stufe aufsteigen, dass sich der Schöpfer ihm diese Dinge offenbart. Dann sieht er sie und dann versteht er sie auch. Vorher geht das nicht. Du kannst also keinen Film darüber drehen oder sowas mit irgendwelchen Bildern oder irgendwie sowas. Das funktioniert nicht. Also da lässt sich Gott nicht überlisten. Okay?
Ja, zu den Sachen noch mit den Parzufim und dem spirituellen Körper noch würde ich noch dazu ergänzen. Und zwar, wir haben einen Punkt im Herzen. Ja, das ist der Beginn eines neuen spirituellen Parzufs, ja, des spirituellen Körpers. Dieser beginnt zu wachsen und erlebt in verschiedene Zustände, ja, ähnlich wie im Materiellen. Also wenn ein Samentropfen, es entsteht ein Körper draus, es entsteht ein Embryon, es entsteht und dann laufen verschiedene Zustände durch von diesem Embryon, bis dieses geboren wird, bis dieses auf die neue Welt kommt, wird ernährt, ja, bis 2 Jahren wird klein, also kleines Kind, dann wird dieses Kind groß. All das sind Zustände, die man auch Pazufim, also die bezeichnen kann. Ja, das ist ein Wachstumsprozess, den wir zusammen durchlaufen. Zusammen, weil wir sagen zwar, so ein Punkt im Herzen wächst zu einem Pazuf, zu einem Körper, aber im Grunde genommen, wir stellen alle diesen Körper zusammen. Ja, dieser Körper ist tatsächlich Adam, ja, Adam Rishon. Und Parzuf ist ein Teil von ihm. Ja, und das ist dann letztendlich muss dieser Adam quasi wachsen oder wiederbelebt werden. Ja, wachsen vielleicht ein falsches Wort, aber wiederbelebt werden. Und dieser Wiederbelebung machen wir, indem wir uns mit solchen Themen beschäftigen, indem wir uns anstrengen. Manchmal ist das auch anstrengend, sich mit der Kabbala beschäftigen. Ja, also manchmal muss man vielleicht freie Zeit opfern, vielleicht etwas tun, was man ja nicht so einfach gern tun würde, ja, aber das ist alles die Anstrengung, die für die Wiederbelebung oder für die Wiedererschaffung des spirituellen Körpers von Adam führt. Ja, und das ist ein Prozess, in dem man dann diese verschiedenen spirituellen Körper dann beschreibt. Ja, die nennen sich dann in der Kabbala dann Parzufim oder Sfirot, also Bestandteile eines Parzufs. Ja, und das ist eine Wissenschaft, das ist eine Methode, die wir in die Hand bekommen und die wir auch anwenden. Gut, was hatten wir dann noch als Frage von Angela? Falls die Frage noch passt, bitte das Überspringen etwas genauer erklären, weil ja anders gesagt wird, dass alles wichtig ist und nicht ausgelassen werden kann. Was meint man da? Ich glaube, also wenn ich das richtig verstehe, Angela, du meinst, man kann keine Stufen überspringen. Also man kann auch in seiner Entwicklung nichts überspringen. Das ist schon richtig. Also der Mensch muss durch alle Zustände gehen, für die die für ihn vorbereitet wurden, sagen wir es mal so. Das sind diese Regimot, Ach so, nennt man das. ja, die Aber Schmutz sind da, genau. Aber die kann man schneller durchspulen. Ja, das ist im Grunde genommen eine Art Film, den wir anschauen. Ja, das ganze Leben ist ein Spiel, ein Theater, wenn man so will. Also Stefan, du hattest schon gut empfunden, als du gedacht hast, ja, das Leben ist so ein Theater, ja, Theaterstück. Und es gibt einen Regisseur. Das hört sich auch so ein bisschen mythisch an, aber das will ich so tief will ich nicht einsteigen. Eigentlich, man kann tatsächlich Zustände schneller passieren lassen, als sie ohne Licht im Prinzip ablaufen würden. Ja, das ist erstmal alles, was man dazu sagen könnte. Moment. Okay, dann weiter. Es gibt eine Frage, sehe ich da. Ja, bitte, Saim. Hallo, ihr meintet auch, glaube ich, weltliche Leiden, solche Zustände mit überspringen, glaube ich, ne? So habe ich das verstanden. Das ist genau richtig. Die Zustände, wo man von hinten angetrieben wird, durch einen Stock sozusagen, zum Glück. Ja, so ein Schlagstock, wo man von hinten Schläge bekommt, ja, verschiedene Schicksalsschläge, die ein Mensch erlebt, Gesundheit, Arbeit, Familie,
Finanzen, was alles so als Leid empfunden wird. Ja? Also all das kann man wirklich überspringen. Da kann man sogar die Zustände verändern zum Besten, ja, so dass man, ich weiß nicht, also man spürt die Leiden nicht mehr. Also wenn man sich ans Ziel setzt, ja, wie kann man das beschreiben? Also Raff hat schon mal erzählt, ich kenne auch den Zustand, wo man wirklich krank war und brauchte eine OP. Dann freut man sich über diese OP, weil man danach quasi die Erwartung hat, wieder geheilt zu werden. Ja, weil man danach im Grunde genommen gesund wird. Genauso ist es im Materiellen. Also man spürt, man weiß, warum die Schläge kommen, um mich zu einem besseren Zustand zu bringen, um mich quasi gesund zu heilen. Dazu muss man aber kommen, um so ein Bewusstsein zu erlangen. Aber das führt dazu, dass man wirklich kein Leid spürt. Dass man sieht, dass man auf dem richtigen Wege ist. Man trennt sich eigentlich von dem Ego, von der Wahrnehmung des Körpers. Und man befindet sich auf der Seite des Schöpfers bereits. Man kann ihn dafür rechtfertigen, ja, sagen Kabbalisten. Wo ich an der Stelle des Schöpfers weiß, okay, mit den Körper muss man heilen, zum Beispiel da ist dieser Organ krank und muss geheilt werden, ja, und dann freut man sich, weil danach der Körper dann gesund wird. Okay, das ist dann normalerweise schwierig wahrzunehmen, so ein Zustand, ja, aber die großen Kabbalisten in der Vergangenheit, zum Beispiel wie Rabbi Akiva, dem wurde zum Beispiel Haut abgezogen. Ja? Also, das ist ein schlimmer Erlebnis. Also der starb danach, ja, von den Römern, wurde ihm Haut abgezogen. Was sagt jemand in dem Zustand? Schma Israel. Ja? Das ist dann den Zustand, wo er nur quasi auf der Schöpferseite steht. Er identifiziert sich nicht mehr mit diesem materiellen Körper, sondern tatsächlich nicht mehr im Körper steckt. Ja, das ist dann also hoffentlich nicht zu solchen schlimmen Sachen müssen wir kommen, sondern zu den Sachen, wo wir wirklich auf der Schöpferseite stehen, sich mit ihm identifizieren, ihn als Partner nehmen und die ganze Schöpfung zu ihm führen. Okay. Da hätte ich noch eine Frage dazu. Kann man das auch so sehen, dass ich eigentlich versuchen muss, mein Ego oder mein Ich mit dem, was eigentlich göttlich in mir ist, nämlich die Seele, zu verbinden? Also nicht mit meinem Körper, sondern ich muss eigentlich versuchen, mein Ich mit dieser Seele zu verbinden. Also eigentlich, das ist genau der Zweck, ja, dass dieses Ich wieder in einen neuen Parzuf reinkommt, ja, und diesen Parzuf nennen wir dann Seele oder Neshama oder Nefesh, je nachdem, von welcher Stufe wir sprechen, aber zuallererst, Peter, müssen wir diese Seele erstmal wachsen lassen, ja, man kann nicht reingehen in etwas, was es noch nicht wirklich gibt, das hat man schon gesagt. Dieses Wachstum ist nötig, ja. Die Seele muss wachsen, aus dem Punkt muss tatsächlich was entstehen, ja, was etwas mit Füßen, mit Kopf, mit dem Körper vorhanden ist. Im Moment ist der Punkt im Herzen ist nur ein Same, eine Art Einnistung fand statt. Ja, und die ist, wie gesagt, die ist noch nicht aufgebaut. Ja, und wenn diese aufgebaut worden ist, dann werden wir tatsächlich uns in diesen Parzuf, mit diesem Parzuf geboren. Ja, dann entdecken wir eine neue spirituelle Welt mit diesem Parzuf. Okay, soweit. Gute Frage, vielen Dank. Gut, haben wir noch Fragen? Sonst lese ich weiter. Nee, ne? Gut. Zwei Pfade von oben nach unten und von unten nach oben. Im Grunde wird die Wissenschaft der Kabbalah in zwei parallele Pfade der Erkenntnis, der höchsten lenkenden Kraft unterteilt.
Sie sind gleichwertig wie zwei Tropfen Wasser und es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen. Außer, dass der eine Pfad von oben nach unten bis zu dieser Welt führt und der zweite Pfad in dieser Welt beginnt und von unten nach oben dieselben Stufen erklimmt, die der erste Pfad während seines Abstiegs von der Wurzel von oben nach unten gebildet hat. Der erste Pfad heißt in der Sprache der Kabbalah die Reihenfolge des Abstiegs der Welten Parzufim und Sphirot, seien sie konstant oder veränderlich. Der zweite Pfad heißt in der Kabbalah die Erkenntnis oder Stufen der Prophezeiung und des höheren Lichts. Jeder Mensch, der höchsten Kraft würdig wird, muss denselben Weg von unten nach oben folgen, indem er nach und nach jedes Detail und jede Stufe erkennt, in völliger Übereinstimmung mit den Gesetzen, die bei dem Abstieg der höchsten Kraft von oben nach unten festgelegt wurden. Die vollkommene Erkenntnis des Schöpfers findet jedoch nicht so wie bei den materiellen Dingen unmittelbar statt, sondern sie tritt in den Empfindungen des Menschen im Verlauf einer bestimmten Zeit hervor, abhängig vom Grad der Korrektur des Erkennenden, bis sich ihm die Vielfalt aller Stufen, die von oben nach unten geordnet wurden, offenbart. Deren Erkenntnis ist vorherbestimmt und findet konsequent statt, eine nach der anderen. Und jede folgende Erkenntnis ist höher als die vorherige, sodass sie einer Leiter ähnelt und daher als Stufen bezeichnet werden. Ja, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Einmal, dass wir eben genau die Entwicklung machen müssen, die uns vorgegeben ist. Das ist nämlich das, die Art und Weise, wie unsere Seele abgestiegen ist aus den höheren Welten. Genau denselben Weg muss ja wieder aufsteigen, wie so eine Autobahn. Da könnt ihr dann nicht ab, also wie eine Autobahn ohne Abfahrten. Also ihr müsst am Anfang losfahren und am Ende kommt ihr an und müsst dann nochmal umdrehen und wieder zurück. Aber man kann keinen anderen Weg gehen. Und ja, da der Mensch im Laufe seiner Entwicklung ja wirklich eine starke Transformation durchmacht, eigentlich eine 180-Grad-Transformation seiner Absicht für sich selbst empfangen, Absicht zu geben, geht das nicht auf einmal in einem Schritt, sondern das geht in kleinen Stufen, weil man sich zwei Gegensätze nicht so aufeinander prallen lassen kann. Daher kommen diese 125 Stufen, über die Boris ja auch schon gesprochen hat, und entsprechend dem erfolgt dann auch die Erkenntnis, die Offenbarung des Schöpfers. Also alles, was wir wahrnehmen, was wir fühlen, ist nichts anderes als die Offenbarung des Schöpfers eigentlich. Weil es gibt nur diese eine Kraft, die alles lenkt. Ja, Boris, willst du vielleicht noch was? Ja, gerne. Genau, eine Kraft, die alles lenkt. Und der Aufstieg ist eigentlich, ja, wie wir gesagt haben, entlang der Stufen. Und wir werden immer reiner, würde ich sagen, ja, oder wir nehmen von uns immer diese egoistischen Schalen weg, ja, also die Welten sind aufgebaut wie eine Art Zwiebel, ja, also auf einem Kern sitzen nächste Schale, und genauso findet auch der Aufstieg statt. Man nimmt immer egoistische Schichten von diesen Schalen weg, um im Grunde genommen in die Tiefe zu gehen, in den Punkt, wo man die Göttlichkeit offenbart. Ja, und diese Schalen sind immer die Schichten von dem Wunsch zu empfangen. Ja, diese Schalen sind der Wille zu geben, mit der Absicht für sich, Entschuldigung, zurück, der Wille zu empfangen, mit der Absicht für sich zu empfangen. Und indem man die Absicht quasi, so wie Stefan sagte, um 180 Grad verändert, dadurch nimmt man diese äußere Schale immer mehr weg und dann kommt man immer mehr ins Innere. Ja, so wie die Welten von oben nach unten aufgebaut sind, so kommen wir auch da rein. Ja, das ist ein interessantes Prinzip. Im Grunde genommen, jeder Schritt, jede Anstrengung, die der Mensch unternimmt Richtung Schöpfer, Richtung Offenbarung der Göttlichkeit, ist mit diesem, mit dem
sagt man das, abschallen oder, nee, entschallen, also wo ja. man diese, entschallen, ja? Ja, diese äußeren Schicht immer wegnimmt, ja, und wo man immer tiefer reingehen kann, ja, so ein Bild habe ich das mal mir vorgestellt und ich denke, das ist dann sehr, sehr gut in der Wissenschaft der Kabbala auch beschrieben, ja, und diese Schalen übrigens, die haben als Substanz immer die Grobheit, ja, Aviyut nennen das Kabbalisten, Grobheit des Willens zu empfangen. Das heißt, auch die Menschheit ist auch so aufgebaut. Also die groben Wünsche, groben Verlangen zu empfangen, also sind außen, im Inneren sind immer weniger, also weniger Grobheit, dann weniger, feiner, also unter, also ganz im Inneren ist der Punkt, der reinste Punkt im Prinzip, den man erkennen muss. Ja, alles ist so alles gleich, allgemeiner und das Einzelne sind gleich. Ja, so würde man sich vielleicht das Bild erstmal vorstellen. Okay, zwei Pfade haben wir bereits gesagt, Stefan. Ja, das ist dann letzten Unterricht von oben nach unten, von unten nach oben. Also das Licht geht von oben nach unten und wir steigen von unten nach oben. Ja, zwei Wege. Ja, wir haben eine Frage hier von Helene. Frage, ja, bitte. Wie definiert man Welten in kabbalistischer, spiritueller Sprache? Ja, das ist natürlich, sagen wir es mal so, eine Welt ist immer eine neue, also sagen wir es mal so, wenn, im Moment hast du jetzt zwei materielle Augen und du siehst die ganzen materiellen Dinge. Wenn sich der Schöpfer dir enthüllt, ist das ja praktisch wie ein neues Sinnesorgan, weil du dann eine direkte Verbindung zur höheren Kraft hast. Das heißt, dir offenbart sich das höhere Licht, das ist wie so ein, sagen wir mal, drittes Auge, obwohl das natürlich nicht materiell ist, das hinkt jetzt so ein bisschen der Vergleich. Das ist dann eine neue Welt, weil du siehst dann nicht nur die Materie, du siehst dann auch schon die Kräfte, die über diese Materie, auf diese Materie Einfluss nehmen. Und die nächste Welt ist dann wieder praktisch wie ein neues Auge, dann kommt ein anderes Licht dazu. Auf einmal bist du in der Lage, ein anderes Licht zusätzlich dazu auch noch wahrzunehmen. Und es geht halt immer so weiter. Darum sagt man Welten, weil alles, was der Mensch in seiner dann wahrnimmt, eben anders ist. Das, was hinzugekommen damit, ist eine Welt. Ja, mir kann ich euch so etwas so nicht sagen. Eigentlich, nee. Ja, ich würde noch dazu sagen, Welten, Olam auf Hebräisch, Olam oder Olama, das ist die eigentlich eine Verhüllung, haben wir gesagt. Auf der einen Seite ist Verhüllung und auf der anderen Seite ist das Enthüllung. Ja? Also heißt das, wenn ich weiß, dass etwas hinter der Verhüllung ist, dann ist es bereits nicht mehr verhüllt. Ja? Wenn ich nicht mal Verdacht habe, dass hinter der Verhüllung etwas da ist, dann ist das für mich noch nicht mal Verhüllung, dann ist das nichts da. Ja? Aber wenn ich als Kabbalist weiß, dass hinter dieser Welt gibt es was Neues, was anderes, dann habe ich bereits eine Art Vorahnung, habe ich bereits ein Leuchten von der nächsten Stufe. Ja? Und auf die Stufe muss ich dann kommen, ja, und das ist dann im Prinzip die Welt in eine Art Schirme, ja, Abschirmung, eine Welt auf die nächste, auf die nächste, auf die nächste, hinter den nächsten und dann kommt man immer in die nächste Stufe durch diese Schirme. Da gibt es aber viel zu sagen, vielleicht nicht jetzt, da können wir gern darüber noch mehr sprechen. Vielleicht ganz kurz noch, es handelt sich da aber um innere Zustände. Selbstverständlich, wir sprechen nur über die inneren Zustände. Die ganze Offenbarung ist im Inneren, obwohl wir diese im Äußeren wahrnehmen. Ja, wir nehmen sie tatsächlich außen wahr, aber die Erkenntnisse ist aus der Innerlichkeit, kommt raus. Auch jetzt, also wie kann man das am besten beschreiben? Also auch selbst jetzt, wenn wir sehen nur unsere inneren Zustände. Wir sehen nur die Sachen, die in mir, oder ich sehe nur das, was in mir nicht korrigiert ist. Ja, also wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der zornig ist, der Wut hat, der tötet. Das ist alles, was in meiner Seele passiert, ja, wo,
wo ich das sehe, weil das in mir vorhanden ist. Würde ich korrigiert sein, würde ich das nur den Schöpfer darin sehen, würde ich nur das höhere Licht sehen. Und ich muss erstmal mich im Inneren verändern, damit ich die Sicht außen verändere. Ja, und alles, das erlebt man quasi im Inneren. Okay? Gut, gut, so viele gute Fragen. Stefan, kommen wir aber langsam voran, oder? Ja, ist doch gut. Dann machen wir jetzt weiter, ne? Da haben wir noch Fragen, die, ne? Alles okay, gut. Weiter. Hm? Gut, also, abstrakte Bezeichnung. Viele meinen, dass alle Worte und Begriffe, die in der Wissenschaft der Kabbala benutzt werden, zur Kategorie des Abstrakten gehören. Und zwar, weil die Kabbala die Verbindung mit dem Schöpfer und spirituelle Welten erforscht, die sich außerhalb von Zeit und Raum befinden, was sogar in der gewagtesten Vorstellung nicht erfassbar ist. Daher beschließen sie, dass alles, was zur spirituellen Kategorie gehört, selbstverständlich rein abstrakte Namen sind und noch erhabenere oder verschlossenere Begriffe als abstrakte Namen, die sogar von ihren angeblichen Wurzeln vollkommen losgelöst sind. Das ist jedoch nicht wahr, sondern ganz im Gegenteil. Die Kabbala benutzt keine anderen Namen und Bezeichnungen als diejenigen, die real und greifbar sind. Dies ist ein eisernes Gesetz aller Weisen der Kabbala. Alles, was wir nicht erfassen können, können wir nicht beim Namen nennen oder mit Worten definieren. Und hier musst du verstehen, dass das Wort Erkenntnis die letzte Stufe des Verständnisses bedeutet. Das resultiert aus dem Ausspruch, und deine Hand wird erfassen. Hebräisch ki tasif yadcha. Das heißt, solange keine absolute, klare Einsicht erreicht ist, so als würde man sie mit den Händen fassen können, bezeichnen die Kabbalisten sie nicht als Erkenntnis, sondern geben ihr andere Bezeichnungen wie Verständnis, Wissen und so weiter. Also hier seht ihr nochmal, es ist wirklich eine Wissenschaft, die auf Erkenntnissen beruht, auf Erkenntnissen über die Offenbarung des Schöpfers und keine Erfindungen oder Vermutungen oder Theorien. Ja, und ihr seht, es gibt auch verschiedene Stufen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen der Erkenntnis. Also er schreibt hier Verständnis, Wissen. Das hat damit zu tun, dass sich der Schöpfer eben, wie gesagt, stufenweise oder gequantelt offenbart. Aber auf der höchsten Stufe der Offenbarung, das nennt man dann Erkenntnis, gibt es dann auch keine Zweifel mehr. Man kann dieses das Erkannte, wenn ihr so wollt, auch genau präzise mit einem Wort beschreiben. Und dieses Wort ist dann das Wort auf der materiellen Ebene, das ist diese Geschichte mit der Sprache und Wurzel und Zweig, Sprache der Zweige, wo wir beim letzten Artikel drüber gesprochen haben, das kann man auch mit einem Begriff dann definieren und dann hat man mit einem Wort praktisch alle Stufen der Erkenntnis zusammengefasst und darum wird diese Sprache eben in der Kabbala verwendet, um solche Prozesse zu bezeichnen, die dort in höheren Welten stattfinden. Ja, Boris, vielleicht willst du noch was ergänzen. Ja, gerne. Also wir sprechen hier über ein sehr wichtiges spirituelles Prinzip. Alles, was wir nicht erfassen können, also können wir nicht beim Namen nennen oder mit Worten definieren. Ein Kabbalist erfasst etwas. Erfassen ist auch ein sehr interessantes Wort, nennt sich Asaga. Ja? Also es ist nicht, dass man etwas versteht, sondern dass man etwas erlangt im Sinne von Greifen. Ja? Und er kann durch dieses Erfassen, kann diesem Objekt oder diesem Erfassten einen Namen geben. Und nur den Namen, keinen anderen Namen. Das heißt, wenn wir solche spirituellen Texte lesen beispielsweise, ja, die Welt Adam Kadmon besteht aus Galgalta, Absakma, Bon, es gibt fünf Paar Zufi, Matika, Rechanpin, Abaveima, Serampin, Nukwa, all sind Namen, die wir nicht kennen aus der materiellen Welt, aber alle sind die Namen, die wir selbst geben würden, wenn wir genau die Erkenntnis bekommen, die Kabbalista bekommen hat. Ja, wir würden genau diesen Namen geben, weil es einfach
einfach so ist. Für diese Erkenntnis ist nur dieser Name verwendbar. Ja, und es ist sehr, sehr, sehr schwierig zu erklären, woher weiß ich denn dann, dass dieser Name so sein wird. Das werde ich wissen, das werde ich wahrnehmen und ich werde keinen anderen Namen dazu vergeben können. Es ist einfach so. Okay, das ist dann das, was dazu zu sagen. Also es ist eine greifbare Erkenntnis und kein Wissen im Verstand, ja, sondern etwas, was man wahrnimmt. Gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit, Stefan. Ja, zum Glück. Also, die Echtheit der Wissenschaft der Kabbala. Aber auch in unserer materiellen Wirklichkeit, die sich uns in unseren Empfindungen offenbart, existieren ebenfalls reale Dinge, deren Wesen wir noch nicht einmal mit Hilfe unserer Vorstellungskraft erkennen können. Wie zum Beispiel solche Erscheinungen wie Elektrizität und Magnetismus, die als Ströme bezeichnet werden. Wer kann behaupten, dass sie nicht real sind, während wir zu unserer vollkommenen Zufriedenheit ihre Funktionalität erkennen und es uns gleichgültig ist, dass wir eigentlich keinerlei Erkenntnis von deren Wesen haben, wie zum Beispiel vom Wesen der Elektrizität. Aber diese Bezeichnung ist so real und uns so nah, dass der Begriff Elektrizität sogar kleinen Kindern genauso geläufig ist wie die Bezeichnung Brot, Zucker und so weiter. Und mehr als das, wenn du dich in Erkenntnis ein wenig üben wolltest, würde ich dir sagen, dass in dem Maß, in dem wir nicht fähig sind, das Wesen des Schöpfers zu begreifen, wir genauso wenig fähig sind, das Wesen der von ihm hervorgebrachten Schöpfungen zu begreifen. Und sogar die materiellen Dinge, die wir mit Händen anfassen können und unsere ganzen Beziehungen zu Freunden und Verwandten in der Welt der Tat, die vor uns liegt, sind nichts anderes als ein Umgang mit Handlungen, der durch ihr Zusammenwirken mit unseren Sinnesorganen erzeugt wird. Und das stellt uns vollkommen zufrieden, obwohl wir keine Vorstellung von ihrem Wesen bekommen. Darüber hinaus bist du nicht einmal fähig, das Wesen deiner selbst zu begreifen. Und alles, was du von dir und über dich weißt, ist nichts weiter als der Ablauf der Handlungen, die aus deinem Wesen hervorgehen. Nun wirst du leicht verstehen, dass alle Bezeichnungen und Begriffe, die wir in den kabbalistischen Büchern antreffen, ebenfalls real und greifbar sind, ungeachtet der Tatsache, dass wir keinerlei Erkenntnis von deren Wesen haben, weil sich nämlich bei den Lernenden das Gefühl der vollkommenen Befriedigung vom vollen und vollendeten Wissen einstellt, obwohl es hierbei lediglich um einen Umgang mit den Handlungen geht, die sich als Ergebnis des Zusammenwirkens des höheren Lichts und des das Licht erkennenden Menschen entfaltet. Aber das reicht vollkommen aus, da das Gesetz existiert. Alles, was von seiner Lenkung bestimmt wird und von ihm ausgeht, wird, sobald es die Wirklichkeit der Natur der Geschöpfe erreicht, von ihnen als eine volle Befriedigung wahrgenommen. Ähnlich wie der Mensch keinen Bedarf an einem sechsten Finger verspürt, weil ihm fünf Finger vollkommen genügen. Also hier seht ihr auch nochmal, es ist sehr schön gesagt, wir erkennen den Schöpfer über seine Handlungen. Und wer sind die Handlungen des Schöpfers? Das sind wir. Das heißt, dadurch, dass wir durch das Studium Kabbalah und durch die Erweiterung, wenn ihr so wollt, unserer Sinne uns selber auch besser verstehen oder besser detaillierter sehen können, auf die Art und Weise verstehen wir auch immer mehr, was der Schöpfer eigentlich von uns will. Also man nennt das die Lenkung des Schöpfers, offenbart sich den Menschen in zunehmendem Maß, wie weit er sich spirituell entwickelt, desto mehr erkennt er, wie diese Welt wirklich gelenkt wird und dann begreift er auch und fühlt auch, welchen Zweck das hat und dass es eben aus absoluter Liebe, bedingungsloser Liebe erfolgt und aus keinem anderen Grund. Und damit ist eigentlich auch bedingungslose Liebe das Einzige, was den Schöpfer aus unserer Sicht definiert. Absolutes Geben und absolute Liebe allen gegenüber allem, was er erschaffen hat. Ja, Boris, vielleicht willst du noch was ergänzen? Ja, gerne, vielen Dank. Ich denke, hier spricht Baal Sulam über sehr viele spirituelle Prinzipien.
Ja, ein Prinzip ist, wie wir wahrnehmen. Das heißt, wir nehmen nur im Grunde genommen nur zwei Sachen wahr. Also wir nehmen Materie und die Form der Materie. Ja, und wir nehmen nicht wahr abstrakte Form und die Essenz. Ja, wir haben das in anderen Kursen, das sehr, sehr ausführlich besprochen mit Stefan. Wenn der Mensch etwas wahrnimmt, er nimmt quasi nur eine Handlung wahr. Ja, diese Handlung ist Materie und die Form. Und man weiß ja nicht, was als Essenz oder was eine abstrakte Form von dieser Handlung ist. Der Mensch weiß noch nicht mal, was er selbst ist. Der denkt, okay, ich habe jetzt Körper, ich habe jetzt Haut, ich habe jetzt bin warm, bin vielleicht glatt im Gesicht und so. Man nimmt das wahr, ja, aber es ist nur eine Wahrnehmung, eine Form und eine Materie. Man weiß ja nicht, was das Wesen davon ausmacht. Ja, es scheint ein bisschen sogar philosophisch zu sein, oder Stefan? Aber das ist, wenn man sich überlegt, dass diese Zweiteilung so nehmen wir auch den Schöpfer nur als seine Auswirkung wahr. Wir werden nie oder nie erstmal bis zum Ende der Korrektur, bis zum 6. Jahrtausend, werden wir nicht wahrnehmen seine Essenz und seine abstrakte Form. Wir werden nur ihn wahrnehmen in Form von 10 Sphirot. Und die 10 Sphirot, das Licht, was aus ihm emaniert, das ist das, was wir wahrnehmen werden. Seine Essenz, seine abstrakte Form werden wir nicht wahrnehmen so lange. Später, also ich habe gehört von Raf, nach 10. Jahrtausend wird komplett andere, neue Form der Existenz geben. Ja, also nicht mit dem Willen zu empfangen, nicht mit dem Licht, was diesen Willen zu empfangen fühlt, sondern vielleicht komplett anderes Prinzip da wird verwendet. Aber vielleicht dann wird eine neue Wahrnehmung möglich. Aber so weit können wir erstmal nicht sprechen. Wir sprechen nie über die Essenz, nicht vom Schöpfer, nicht von dem Mensch selbst. Wir wissen nicht, was diese Essenz ausmacht. Und wir sprechen nie über abstrakte Formen, sondern nur Materie und nur die Form der Materie. Ja? Also vier Stufen der Wahrnehmung. So, das ist ein Prinzip, was hier, denke ich mal, wichtig ist. Ja? Ein anderes Prinzip, was ich hier noch sehe, und zwar jede Stufe, wo wir aufsteigen, erzeugt ein Gefühl der vollkommenen Befriedigung, wie Baal Salam schreibt. Das heißt, man ist sozusagen vollkommen erfüllt auf jeder Stufe. Und das Problem auf jeder spirituellen Stufe ist ein Bedürfnis oder einen Bedarf zu haben für die nächste Stufe, um weiter aufzusteigen. Ja, das hört sich vielleicht komisch an, aber damit ich etwas tue, ich brauche quasi ein Mangel in mir. Und wenn ich komplett glücklich bin, dann habe ich keinen Mangel, dann brauche ich keinen Schöpfer mehr, brauche ich kein, also das nennt man im spirituellen Chisaron, Bedürfnis, ja, ein Mangel. Und immer bei jedem Aufstieg, auf jeder Stufe muss man sich darum kümmern, woher bekommt man diesen Mangel nach neuer Stufe, nach neuer Erkenntnis. Ja, das ist im Prinzip steht im vorletzten Absatz ein bisschen verborgen drin, aber wir werden auch darüber viel sprechen. Okay, dann noch 10 Minuten, Stefan. Denke ich mal, wenn es keine Fragen gibt, dann wir würden dann mit der nächsten Überschrift, denke ich mal, noch schaffen, oder? Ja, genau. Also, materielle Werte und Bezeichnung von Körperteilen, die in Büchern der Kabbalah anzutreffen sind. Jeder klar denkende Mensch erkennt, dass dort, wo die Rede von Spiritualität und nicht zu vergessen vom Göttlichen ist, es keine Buchstaben und keine Worte gibt, um sie auszudrücken. Denn unser ganzer Wortschatz ist nichts anderes als die Verbindung von Buchstaben, unserer Einbildung und der Empfindung unserer Sinnesorgane. Und wie kann man sich dort darauf verlassen, wo es weder Platz für die Einbildung noch für die Empfindung unserer Sinnesorgane gibt?
Selbst wenn man die feinsten Worte nimmt, welche man in diesen Fällen benutzen kann, zum Beispiel die Worte höheres Licht oder einfaches Licht, so sind diese dennoch Begriffe aus der Fantasie, da sie das Ergebnis der Analogie mit dem Licht der Sonne oder einer Kerze sind oder mit dem hellen Gefühl der Befriedigung verglichen werden, welche beim Menschen bei der Auflösung eines ihn quälenden Zweifels entsteht. Wie kann man davon bei der Beschreibung der Spiritualität und der göttlichen Vorsehung Gebrauch machen? Sie würde zu nichts anderem als zu Lüge und Betrug der Studierenden führen. Umso schwieriger ist es dann, wenn wir mit diesen Worten ein genaues Wissen, das im Laufe der mündlichen Überlieferung erlangt wurde, überbringen müssten. Denn so ist es in den Erforschungen dieser Wissenschaft üblich, und der Kabbalist muss sich absolut genauer Definitionen bedienen, um diese an die Erkennenden zu vermitteln. Und wenn der Weise auch nur in einem einzigen Wort, einzigen misslungenen Wort versagt, verursacht er dadurch, jetzt habe ich wieder genau wie das Fenster hier vor, muss ich ausmachen, ja, so prima. Bin ich jetzt nicht so weit hier? Moment. Ach so, in einem einzigen misslungenen Wort versagt, verursacht er dadurch Verwirrung der Kenntnisse bei den Studierenden und sie werden nicht verstehen, was er sagt. Weder das vor und nach diesem Wort Gesagte, noch das, was mit diesem Wort in Verbindung steht. Dies ist allen, die kabbalistische Bücher aufmerksam lesen, bekannt. Und stell dir die Frage, wie könnten Kabbalisten mit diesen lügnerischen Worten die Verbindung in der Kabbala erklären? Denn wie bekannt ist, gibt es keine Definition durch falsche Namen, da Lügen kurze Beine haben und ihnen die Basis fehlt. Bevor wir voranschreiten, müssen wir also das Gesetz von Wurzel und Zweig studieren, welche die Verhältnisse zwischen den Welten bestimmt. Also ihr seht ja nochmal, geht ja nochmal darauf ein, dass man eben immer die Frage, wie kann ich etwas, was in spirituellen Welten existiert, denen es keinen Raum, keine Zeit, keine Bewegung gibt, wie kann ich dafür überhaupt Begriffe finden? Und ja, da haben wir beim letzten Artikel haben wir auch schon das angesprochen. Da verwendet man eben den entsprechenden materiellen Begriff, den materiellen Abdruck und damit geht das dann. Ja, Boris, willst du noch irgendwas ergänzen vielleicht? Ja, vielen Dank. Ich denke, hier ist auch sehr, sehr wichtige Sache hier verborgen. Und zwar, Baal Salam beschreibt das, dass die Kabbalisten erstmal Worte verwenden, die wir auch manchmal aus der materiellen Welt kennen, aber die gar nicht das meinen, was dort steht. Ja, so beispielsweise körperliche Teile. Ja, man spricht da vielleicht über Hand Gottes oder spricht man über Kopf oder über irgendwelche Roche-Kopf, ja, habe ich schon gesagt. Über solche Sachen spricht man. Natürlich sind das nicht materiellen Sachen gedacht. Ja, und natürlich darf man nicht den Fehler machen, sich irgendwie Göttlichkeit in Form von Visualität, von visuellen Formen vorstellen. Es ist nicht richtig. Ja. In der Spiritualität gibt es nicht diese Form, diese geometrische Formen, die wir kennen. Ja. Was gibt es da? Das gibt es zu entdecken. Aber es gibt keine Sache, die wir so gewohnt sind, wo wir uns erstmal, wo Sonne steht, wir haben uns Sonne vorgestellt, wo ein Mensch steht, dann stellen wir jemand mit Kopf und Füßen und Armen vor und das muss so sein. Nein, das muss nicht so nicht sein. Ja, das ist dann vielleicht, und das ist bestimmt so, der Mensch hat eine andere Materie und eine andere Form, die vielleicht auch Hände und Füße hat, aber nicht in dieser Geometrie, die wir vorgestellt haben. Ja, und das ist also ein wichtiges Prinzip, man soll sich nicht ein Bild davon machen, so wie in der Tora auch geschrieben steht, mache dir kein Bild von mir, weil du diese Formen noch nie gesehen hast. So sagt auch eigentlich ein Kabbalist und so sagt auch der Schöpfer, man soll sich nicht diese Formen
einbilden. Ja, sie sind nicht so, wie in den Büchern geschrieben steht. Okay, das ist erstmal wichtig zu ergänzen. Wir haben eine Frage von Helene. Kann man diesen Mangel auch als Sehnsucht nach mehr Erkenntnisse definieren, zurück zum Schöpfer? Mangel, welche Mangel? Mangel auf jeder Stufe, ja, haben wir gesagt, dass vermutlich, dass wir auf jeder Stufe mehr Mangel verspüren müssen. Naja, das ist eine gute Frage. Was fehlt mir jetzt eigentlich? Warum bin ich hier? Soll jeder in sich schauen. Warum bin ich hier gekommen? Ja, was ist jetzt meine Absicht gewesen? Ja, bin ich neugierig? Möchte ich mich vielleicht spirituell entwickeln lassen? Warum? Was ist jetzt der Zweck? Warum will ich überhaupt Spiritualität? Was fehlt mir dort? Ja, reicht mir nicht diese materielle Welt vielleicht nicht aus? Ja, es gibt solche viele, viele tolle Fragen, die jemand sich stellen kann. Und wenn wir über Mangel sprechen, dann brauchen wir natürlich richtigen Mangel, ja, richtigen Chisaron. Ja, und die Chisaron oder der Mangel ist, sollte sein, die richtige Chisaron ist, zu geben, dem Schöpfer zu geben, ja, aus noch mehr tun für ihn und nicht für sich, also nicht mit der Absicht zu empfangen, sondern wirklich die Absicht des Gebens erlangen. Ja, diesen Mangel normalerweise spürt man nicht. Normalerweise nicht in der materiellen Welt. Fragen Sie, gehen Sie auf die Straße, fragen Sie jemanden, möchtest du dem Schöpfer geben? Möchtest du ihm Genuss bereiten? Er sagt, du hast nicht alle Tassen im Schrank, ja, ich habe sowas, will sowas nicht, ja, ich möchte mir geben, ich möchte nur mich erfüllen. Diesen Chisaron spürt er nicht, ja, und das ist eigentlich ein Problem, weil nur auf Basis von diesem Mangel kann man spirituell emporsteigen. So, und das geht, aber diesen Mangel kann man spüren. Diesen Mangel können wir alle gemeinsam erzeugen. Diesen Mangel erzeugt man, indem man sich zu einer Gruppe beispielsweise der Gleichgesinnten zusammenstellt, ja, und indem man im Prinzip drüber spricht, indem man solche Artikel liest, ja, indem man dem Lehrer zuhört, zuschaut, ja, und diesen Mangel beginnt man zu spüren, ja, und diesen Mangel braucht man auf jeder Stufe, ja, und wir beginnen erstmal mit der materiellen Welt, das heißt, diese drei Komponenten müssen da sein, um diesen Mangel zu erzeugen, zu sich bewusst zu machen, also Lehrer, authentische Quellen und eine Gruppe der Gleichgesinnten. Das sind die drei Komponenten, die man braucht, um spirituell aufzusteigen. Okay. Gut, Stefan, ist noch was zu sagen vielleicht? Was Wichtigeres, was wir erwähnen können, bevor wir Schluss machen? Gibt es vielleicht noch was Offenes? Also jetzt soweit erstmal nicht. Also hast du sehr schön erklärt eben. Das ist halt, geht schon in die Methode dann rein, die drei Faktoren, dass man die braucht. Und ja, eigentlich nichts. Da kommen wir später dann auch nochmal mehr drauf, wie das dann so ein bisschen funktioniert alles. Aber letztendlich geht es darum, Mangel zu erschaffen. Also jeden Tag erzeugt die Werbung in uns irgendwelche Mängel, dass uns irgendwie das Gefühl gegeben wird, wir brauchen irgendwelchen Mist, den wir eigentlich gar nicht wirklich brauchen. Aber dafür ist Werbung eben da. Darum werden da Millionen für ausgegeben, einfach um in den Menschen das Gefühl zu erzeugen, das muss ich jetzt haben, warum auch immer. Und dann kaufen sie es nämlich auch. Und das Prinzip ist eigentlich genau das gleiche. Wir verwenden, wenn ihr so wollt, das eigentlich dasselbe Prinzip. Es gibt kein anderes. Es geht nur so, dass man eben diesen Mangel praktisch erzeugt, künstlich und dann. Genau, dann, man benutzt eigentlich, man verwendet die Gesetze der Natur dafür, ne? Wo man erstmal den Mangel erzeugt, ja, und dann sagt man, guck mal, ich habe da ein Produkt dafür. Ich habe doch, du kannst es bei mir kaufen, ja, und zuerst Mangel, okay, und dann Erfüllung. Also so ähnlich funktioniert auch der spirituelle Aufstieg, aber es ist ein bisschen
schwieriger, weil diesen Mangel müssen wir oder haben wir gemeinsam. Ja, und diesen Mangel können wir gemeinsam erzeugen und diesen Mangel können wir auch mit Hilfe des Schöpfers füllen. Wunderbar, dann sind wir soweit, pünktlich, Punktlandung. 90 Minuten sind vorbei. Ja. Wir freuen uns natürlich, haben uns gefreut, euch alle zu sehen. Wir freuen uns alle, die Kamera eingeschaltet haben. Ja, das ist, freut uns sehr. Und nächsten Sonntag geht's weiter, Stefan? Ja, nächsten Sonntag werden wir den Artikel dann weiterlesen. Ja, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es immer schön am Sonntag. Also vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und ja, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Lasst euch nicht zu sehr stressen von der Arbeit in der Woche oder wie auch immer. Und wir sehen uns dann am nächsten Sonntag wieder und werden dann diesen Artikel weiterlesen. Genau. Und alles hat ein Ziel. Ziel, die Offenbarung des Schöpfers. Selbst wenn man zur Arbeit läuft und geht, nicht vergessen, alles hat einen Sinn und Zweck. Schönen Sonntag noch. Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss.